Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Rechtsschutzversicherung. Wie wichtig ist eigentlich so eine Versicherung? Welche Kosten werden von ihr übernommen? Welche Rechtsbereiche kann man mit so einer Versicherung abdecken und welche nicht? Und worauf sollte man achten, wenn man so eine Versicherung abschließen will und wie viel kostet sie? Mein Name ist Christoph Hofstetter, ich bin Versicherungsmakler und Vermögensberater und in dem Video werde ich all diese Fragen so detailliert wie möglich beantworten. Damit du in Zukunft solche wichtigen Videos aber nicht mehr verpasst, solltest du jetzt gleich meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Wie wichtig ist die Rechtsschutzversicherung? Die Frage muss jeder von uns ganz klar für sich selbst beantworten. Die Rechtsschutzversicherung gehört nicht zu den Versicherungen, die jeder von uns haben sollte, wie eine Privathaftpflicht- oder Berufsunfähigkeitsversicherung, aber auch nicht zu den absolut sinnlosen Versicherungen, die keiner von uns haben sollte, wie eine Handyversicherung. Man kann sie haben, muss sie aber nicht haben. Für einige unserer Kunden hat sie auf jeden Fall schon einen sehr hohen finanziellen Wert gebracht und Leistungen bis zu 100.000 Euro bezahlt. Ich werde euch dann auch noch von einem ganz konkreten Fall erzählen. Damit du jetzt aber selbst entscheiden kannst, ob du so eine Versicherung haben willst oder nicht, schauen wir uns jetzt mal an, wozu es so eine Versicherung gibt. Wir leben in Österreich heute in einem Rechtsstaat, wo jeder Mensch vor Gericht gleich behandelt wird. Und wenn ich mich in meinem Recht verletzt fühle, kann ich das vor Gericht geltend machen und wirklich einklagen, was mir laut Gesetz zusteht. Die hohen Kosten, die bei so einem Gerichtsprozess anfallen, können aber sehr abschreckend wirken und dafür sorgen, dass ich mich gar nicht traue, vor Gericht zu ziehen, obwohl ich fest davon überzeugt bin, Recht zu haben. Aber aus Angst vor den Kosten verzichte ich auf mein Recht. In Österreich ist es nämlich so, dass die Person, die den Prozess verliert, die gesamten Kosten tragen muss schlussendlich, auch die Kosten von der Gegenseite. Wenn man zu einem Teil Recht bekommt, dann werden die Kosten dementsprechend auf beide Seiten aufgeteilt. Der größte Teil der Kosten, die bei einem Gerichtsprozess anfallen, sind meistens die Vertretungskosten durch einen Rechtsanwalt. Ein weiterer Kostenfaktor sind die Gerichtskosten. Österreich hat übrigens im Europavergleich so ziemlich die höchsten Gerichtskosten. Was dann noch dazu kommt, sind Kosten für Sachverständige, Gutachten und Zeugen. Und wenn man den Prozess jetzt verliert, muss man wie gesagt auch noch die gesamten Kosten von der Gegenseite übernehmen. Und so können gleich mal mehrere 10.000 Euro zusammenkommen. Und da überlegt man sich im Vorhinein halt wirklich, ob man jetzt klagen soll oder nicht. Und genau das Problem löst eine Rechtsschutzversicherung. Die übernimmt nämlich all diese Kosten und zwar von Anfang an, ganz egal, ob ich den Prozess schlussendlich gewinne oder nicht. Ich kann also vor Gericht ziehen, ohne Angst vor hohen Kosten und das einklagen, was mir zusteht. In jeder Rechtsschutzversicherung gibt es eine sogenannte Versicherungssumme, die angibt, bis zu welchem Limit all diese Kosten übernommen werden. Die sollten mindestens bei ca. 100.000 Euro liegen. Es gibt allerdings schon ein paar Anbieter, die eine unlimitierte Versicherungssumme haben, was natürlich noch besser ist. Oft kommt man bei einem Streit aber auch ohne Gerichtsprozess aus und kann sich mit der Gegenseite außergerichtlich einigen. Sowas nennt sich dann Mediation. Und das ist bei einigen Anbietern auch bis zu einem bestimmten Limit mitversichert. Die Rechtsschutzversicherung übernimmt jetzt aber nicht einfach so für jede Angelegenheit immer die gesamten Kosten. Es gibt einige Bereiche, die kann man versichern. Und einige Rechtsbereiche, die kann man gar nicht versichern, die sind immer ausgeschlossen. Und selbst bei denen, die man versichern kann, kann sich jeder von uns seinen Vertrag individuell zusammenstellen und wirklich die Bereiche aussuchen, die er auch dabei haben will. Zur besseren Übersicht habe ich die Bereiche jetzt in 5 Gruppen unterteilt. Das ist aber nicht bei jeder Versicherung so. Wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, musst du dir anschauen, welche Rechtsbereiche in deiner Rechtsschutzversicherung inkludiert sind und welche nicht. Als erstes gibt es einmal den Privatbereich. Darunter fallen zum Beispiel Schadenersatzforderungen. Also wenn mich ein Arzt bei einer Operation verpfuscht, kann ich damit Schadenersatz geltend machen. Leider ist genau das einer Kundin von uns passiert, die wirklich jetzt mehrere Jahre lang gegen einen Arzt prozessiert hat, dem ein schwerer Fehler bei einer Operation passiert ist und sie hat den Prozess schlussendlich gewonnen und eine Schadenersatzleistung bekommen, die sich zusammengesetzt hat aus Schmerzensgeld, Heilkosten, Pflegekosten, Umzugskosten und Kosten für neue Möbel und noch vieles mehr. Und in Summe waren das über 150.000 Euro mit der lebenslangen Rente, die sie jetzt auch noch bekommt. Und hätte sie die Rechtsschutzversicherung nicht gehabt, dann hätte sie den Prozess vielleicht schon viel früher abbrochen, eben aus Angst, auf Kosten sitzen zu bleiben. Oder hätte den Prozess vielleicht gar nicht gestartet und die Summe niemals bekommen. Die Rechtsschutzversicherung leistet aber auch bei Kleinigkeiten. Also wenn zum Beispiel ein Kellner ein Getränk über dein Handy leert und danach weigert sich das Restaurant, dir ein neues zu kaufen oder den Schaden zu beheben, kannst du dich wieder dafür von einem Anwalt vertreten lassen. Neben Schadenersatzforderungen sind auch strafrechtliche Angelegenheiten versichert. Da unterscheidet die Versicherung allerdings zwischen Verbrechen und Vergehen. Verbrechen sind immer ausgeschlossen vom Versicherungsschutz und bei Vergehen kommt es darauf an, ob man wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher Begehung vor Gericht steht.
Bei fahrlässiger Begehung leistet die Versicherung. Bei vorsätzlicher Begehung aber nur im Nachhinein, wenn das Urteil dann fahrlässige Begehung heißt und natürlich auch, wenn man freigesprochen wird. Ein weiterer Punkt im Privatbereich sind Vertragsstreitigkeiten. Das kann zum Beispiel sein, wenn man mit einem Handwerker streitet, der irgendwas komplett verpfuscht hat und sich danach weigert, das wieder gut zu machen. Oder ein Reiseanbieter, der einen abzockt hat, weil er im Vorhinein Sachen versprochen hat, die sich dann bei der Reise aber ganz anders rausstellen. Oder auch Versicherungsvertragsstreitigkeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meiner Berufsunfähigkeitsversicherung um eine Leistung streite und ich bin der Meinung, ich sollte eine Rente bekommen, Sie sagen nein, kann ich wieder einen Anwalt beauftragen und wirklich einklagen, was mir zusteht. Damit man da Interessenskonflikte verhindert, sollte man die Rechtsschutzversicherung vielleicht nicht bei der Versicherung haben, wo man auch so einen heiklen Vertrag wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat. Was im Vertragsrechtsschutz allerdings nicht mitversichert ist, ist alles, was mit Veranlagung zu tun hat. Das heißt, wenn es um Aktien, Fonds, Kryptowährungen oder Edelmetalle und so weiter geht, ist das vom Versicherungsschutz ausgeschlossen und wenn es zu Streitigkeiten kommt, kannst du damit mit deiner Rechtsschutzversicherung nichts einklagen. Was im Privatbereich allerdings schon wieder mitversichert ist, sind Streitigkeiten mit den Sozialversicherungsträgern. Das heißt, da kann es zum Beispiel um Pensionsansprüche, Pflegegeld oder eine Unfallrente gehen. Und gerade die PVA, die Pensionsversicherungsanstalt, stuft Personen sehr gern in eine zu niedrige Pflegestufe ein. Und wenn man dann selbst nichts dagegen macht und nicht einklagt vor Gericht, was einem wirklich zusteht, dann bleibt es bei dem. Und die wenigsten trauen sich halt gegen einen Sozialversicherungsträger vor Gericht zu ziehen, eben aus Angst vor den hohen Kosten. In manchen Fällen sind bei bestimmten Anbietern sogar deine Eltern und Großeltern mitversichert, wenn es ums Pflegegeld geht. Wenn es zwischen dir und deinem Arbeitgeber zu Streitigkeiten kommt wegen einer Kündigung, kannst du dich dagegen mit einem Berufsrechtsschutz versichern. Auch ein Streit über Abfertigungszahlungen oder einem schlechten Dienstzeugnis, das dir zu Unrecht ausgestellt worden ist, fällt in den Berufsbereich. Der Berufsbereich gilt allerdings immer nur für die Rolle als Arbeitnehmer. Das heißt, wenn ich selbstständig oder Unternehmer bin, brauche ich dafür immer einen eigenen Betriebsrechtsschutz. Was man sehr wohl mitversichern kann, ist eine nebenberufliche selbstständige Tätigkeit. Das muss aber immer individuell geprüft und vereinbart werden. Für alle älteren Zuschauer habe ich jetzt auch noch einen Tipp, und zwar, falls ihr in Pension seid und eine Betriebspension von einem ehemaligen Arbeitgeber bezieht, dann braucht ihr weiterhin den Berufsrechtsschutz, wenn es um Streitigkeiten um solche Betriebspensionen geht. Wenn du dir eine Wohnung oder ein Haus mietest und dich gegen Streitigkeiten aus dem Mietvertrag mit deinem Vermieter absichern willst, brauchst du dafür den Liegenschaftsrechtsschutz. In dem Bereich haben meine Kunden in letzter Zeit die meisten Streitfälle gehabt. Wenn zum Beispiel dein Vermieter von dir verlangt, nachdem du auszogen bist, alle Wände wieder weiß auszumalen und dir die Kaution nicht zurückgeben will, dann hilft dir dabei der Liegenschaftsrechtsschutz. Oder wenn du eine Betriebskostenabrechnung kriegst von einem Vermieter, die einfach viel zu hoch ist und hinten und vorne nicht passen kann und er dich einfach nur abzocken will, dann brauchst du genau den Baustein in deiner Rechtsschutzversicherung. Wenn man in den eigenen vier Wänden wohnt, hat man aber als Eigentümer von einer Wohnung, von einem Haus oder einem Grundstück auch einige Rechte. Man kann zum Beispiel eine Besitzstörungsklage einbringen oder wenn es zu Streitigkeiten in der Nachbarschaft kommt, ist es genauso versichert. Bei manchen Anbietern sind sogar Streitigkeiten mit der Hausverwaltung bis zu einem bestimmten Limit mitversichert. Solltest du mehrere Immobilien besitzen, dann musst du jede einzelne davon extra in deinen Vertrag mit aufnehmen, weil sonst bei den meisten Anbietern nur dein Hauptwohnsitz versichert ist. Vermietest du Häuser oder Wohnungen, ist es vermutlich auch ratsam, das Risiko als Vermieter zu versichern. Dafür muss jede Wohneinheit aber auch extra als vermietet angeführt werden im Vertrag und bei manchen Anbietern muss man sogar die Nettojahresmiete angeben. Den Vermieterrechtsschutz empfehle ich grundsätzlich jedem Immobilieninvestor, der noch am Beginn seiner Karriere steht und nur wenige Einheiten vermietet. Gerade dann macht es nämlich Sinn, das Risiko an eine Versicherung zu übertragen. Es kann sehr ärgerlich und wirklich teuer sein, wenn dein Mieter zum Beispiel die Wohnung komplett versaut zurückgibt und du ihn dann auf Schadenersatz klagen musst. Oder wenn er aufhört, die Miete zu zahlen, du ihn gar nicht erreichen kannst und ihn aus deiner Wohnung delogieren willst. Da können wirklich mehrere 10.000 Euro an Anwaltskosten entstehen und das kann gerade zu Beginn sehr schmerzhaft sein. Und dagegen kannst du dich pro Wohneinheit für ca. 100 Euro im Jahr versichern. Alles, was mit dem Kauf und der Errichtung von Immobilien zu tun hat, ist vom Versicherungsschutz allerdings ausgeschlossen. Das heißt, wenn du deinen Baumeister verklagen willst, geht das nicht mit der Rechtsschutzversicherung, weil auf dem Bau gibt es einfach immer Streitigkeiten. Ich glaube, es ist noch nie ein Haus gebaut worden ohne Mängel und das können die Versicherungen einfach nicht abdecken.
Ein weiterer Bereich ist der Erb- und Familienrechtsschutz. Ich glaube, Erbrecht ist selbsterklärend. Das betrifft die Durchsetzung von Pflichtteils- und Vermächtnisansprüchen. Erbteilungsklagen sind allerdings ausgeschlossen. Erbteilungsklagen kommen eher selten vor und sind wirklich die allerletzte Möglichkeit, eine Erbgemeinschaft aufzulösen und das Erbe auf alle aufzuteilen. Im Familienrechtsschutz ist grundsätzlich mal alles ausgeschlossen, was mit Scheidung zu tun hat. Es gibt allerdings bei manchen Anbietern die Möglichkeit, Scheidungsmediation bis ca. 5.000 Euro mitzuversichern. Das heißt, wenn man versucht, sich außergerichtlich zu einigen, werden dafür die Anwaltskosten bezahlt. Wenn es um Eherecht oder das Recht über eingetragene Partnerschaften geht, ist das sehr wohl versichert. Das könnte zum Beispiel ein Sorgerechtsstreit sein oder wenn es um Unterhalt für die Kinder geht oder die Feststellung einer Vaterschaft. Solche Sachen sind natürlich versichert und auch alle weiteren Rechte einer Ehe. Viele vergessen, dass eine Ehe ein zivilrechtlicher Vertrag mit Rechten und Pflichten ist. Und jeder, der so einen Vertrag eingeht, kann auch mit der Rechtsschutzversicherung tatsächlich diese Rechte einklagen vor Gericht. Der fünfte und letzte Bereich ist der Kfz-Rechtsschutz. Wenn ich bei einem Unfall zum Beispiel schwer verletzt werde, kann ich von meinem Unfallgegner damit Schmerzensgeld einklagen. Oder wenn die Schuldfrage nicht ganz geklärt ist, ich selbst bin aber der Meinung, dass mich keine Schuld trifft und die gegnerische Haftpflichtversicherung lehnt aber die Zahlung ab, kann ich mit dem Kfz-Rechtsschutz die gegnerische Versicherung auf Leistung klagen. Wenn du nur ein Fahrzeug hast, kannst du dir ein bisschen Geld sparen, indem du den Kfz-Rechtsschutz auf ein Kennzeichen einschränkst, musst aber dann immer dran denken, falls sich dein Kennzeichen ändert, dass du es auch in deiner Rechtsschutzversicherung änderst oder falls mal ein neues Fahrzeug dazukommt, musst du es auch in deiner Rechtsschutzversicherung erweitern. Der sogenannte Lenkerrechtsschutz sorgt dafür, dass du als Person versichert bist, wenn du mit Fahrzeugen unterwegs bist, die nicht auf deinen Namen angemeldet sind. Der ist zwar meistens schon im Privatbereich dabei, du solltest aber wirklich prüfen, ob der in deinem Vertrag auch dabei ist. Das waren alle Bereiche, die man mit einer privaten Rechtsschutzversicherung abdecken kann. Der Preis für so eine Versicherung richtet sich jetzt danach, je nachdem, welche Bereiche man dabei haben will und welche nicht. Wenn man einen Komplettrechtsschutz haben will, den ich selbst übrigens auch habe, zahlt man dafür zwischen 20 bis 35 Euro monatlich. Und wenn man ein paar Immobilien hat, die man noch zusätzlich dabei haben will oder vielleicht eine selbstständige nebenberufliche Tätigkeit, wird es natürlich noch dementsprechend mehr. Die wichtigsten Ausschlüsse habe ich schon bei den jeweiligen Bereichen erwähnt. Was man bei einer Rechtsschutzversicherung jetzt allerdings noch beachten muss, ist die sogenannte Wartezeit. Die ist in den meisten Bereichen 3 Monate. Das heißt, wenn ich heute einen Vertrag abschließe, dann ist er erst in 3 Monate gültig. Wenn du jetzt also gerade Probleme hast mit deinem Vermieter und du denkst, du schließt noch schnell eine Rechtsschutzversicherung ab, dann ist es für den Fall schon zu spät. In manchen Bereichen ist sie sogar 9 bis 12 Monate. Es gibt aber auch welche ohne Wartezeit, wie zum Beispiel den Kfz-Rechtsschutz, weil es ja nicht vorhersehbar ist, ob ich nächste Woche in einen Verkehrsunfall verwickelt bin oder nicht. Die Rechtsschutzversicherung hat auch eine örtliche Einschränkung. In manchen Bereichen, wie zum Beispiel im Schadenersatz oder Kfz-Rechtsschutz, leisten die meisten Anbieter in ganz Europa. Wenn es aber um den Liegenschafts- oder Erb- und Familienrechtsschutz geht, dann ist die Leistung meistens nur auf Österreich beschränkt. Wenn du jetzt eine Rechtsschutzversicherung abschließen willst, musst du dir auch noch die Frage stellen, ob du sie mit freier Anwaltswahl haben willst oder ohne freier Anwaltswahl. Wenn du die günstigere Variante nimmst ohne freier Anwaltswahl, dann bekommst du von der Versicherung einen Partneranwalt zur Verfügung gestellt. Unsere Kunden haben großteils sehr gute Erfahrungen gemacht mit solchen Partneranwälten, also man kann pauschal nicht sagen, dass die Variante mit freier Anwaltswahl immer die bessere Variante ist, weil man genauso einen Anwalt erwischen kann, mit dem er dann im Nachhinein nicht zufrieden ist. Es ist allerdings auch schon ein paar Mal vorkommen, dass Kunden auch nicht zufrieden waren mit Partneranwälten. Also es kommt auf beiden Seiten vor. Pauschal kann man nicht sagen, dass die eine Variante immer die richtige ist. Wenn du aber selbst einen Anwalt kennst, von dem du dich auch vertreten lassen willst, wenn du mal ein Anliegen hättest, dann solltest du auf jeden Fall die Variante nehmen mit freier Anwaltswahl. Einen allerletzten Tipp habe ich jetzt noch für dich und zwar: Pass immer darauf auf, dass auch alle Personen versichert sind, die du versichern willst. Wenn du den Vertrag nur für dich selbst abschließt, dann kannst du eine günstige Single-Variante wählen. Wenn jetzt aber auch dein Partner oder deine Partnerin und vielleicht deine Kinder mitversichert sein sollen, dann solltest du immer den Familientarif nehmen. Und du musst auch ganz genau darauf schauen, dass deine Kinder wirklich noch mitversichert sind, weil ähnlich wie bei der Privathaftpflicht müssen dafür immer bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Ich weiß, das Video ist jetzt eine Spur länger geworden. Es ist allerdings verdammt schwierig, das Thema Rechtsschutzversicherung kurz und knapp zu erklären, weil es wirklich extrem komplex ist. Wenn dir das Video trotzdem gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über einen Like. Und du solltest den Kanal, wie gesagt, jetzt gleich abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast, damit du in Zukunft solche wichtigen Videos nicht mehr verpasst. Du kannst dich übrigens in der Videobeschreibung auch eintragen für eine kostenlose Online-Beratung. Und ich hoffe,
Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.